Hallo und herzlich willkommen an Bord. Rechte Hand. Das Schiff ist Richtung Almost Playly, neue Staffel. Wir kommen zurück mit einem spektakulären Spiel. Es ist Krieg, Freunde. Nein, das ist Krieg. Die vierte Folge oder so, aber man kann ruhig immer noch mal sagen, das ist die neue Staffel. Nein, das ist die erste. Das ist die erste? Das ist die erste. Krass. Ist die erste? Es ist Krieg. Wir befinden uns an Bord von zwei U-Booten. Team 1, die Blautilos. Team 2, die Booty SSR. Sie kämpfen einen erbitterten Kampf gegeneinander. Und damit ihr versteht, wer hier welche Rolle übernimmt, erklären erstmal die Leute ihre Rollen. Mhm. Ich fange am besten an. Ich bin der Funker. Also jedes Team hat jeweils einen Funker. Ich habe hier vor mir, ich weiß gar nicht, inwiefern man sowas sehen kann, aber ich habe vor mir eine Karte. Und ich bin quasi dafür zuständig, meinem Team zu sagen, wo ich denn das gegnerische Team vermute. Sprich, ich sage, am Anfang bin ich irgendwo. Also ich mache das mal ein bisschen hier zur GoPro. Mhm. Weil das ähnlich ist. Genau. Genau, ich sage ganz random, hier vermute ich jetzt mal, dass die Gegner sind. Wenn dann der Gegner sagt, er geht durch verschiedene Spielzüge nach Norden irgendwann, also ein Spielzug nach Norden, zweiten Spielzug nach Norden, dritten, vierten. Und ich höre quasi immer, was der Gegner sagt. Und wenn der Gegner irgendwann mal sagt, ich gehe jetzt nochmal nach Norden, dann sehe ich, okay, hier ist eine Insel, sprich, mein Anfangspunkt kann ich gestimmt haben, der muss sich woanders befinden, weil das U-Boot nicht über Inseln fahren kann. Und dann kann ich meine Schablone hier verschieben und sagen, okay, vielleicht sind sie dann hier und sehe dann, alles klar, hier würde es passen. Wenn er dann aber sagt, er geht einmal nach Westen und nochmal nach Westen, dann sehe ich, auch hier kann es nicht sein und muss dann quasi wieder verschieben und letztendlich dann ungefähr dann immer mit meinem Team Absprache halten, wo der Gegner sich befinden könnte. Schön erklärt. Sehr schön erklärt. Sehr schön. Krogi und ich sind die Kapitäne. Jawohl. Wir geben den Kurs an, wie Lars gerade schon gesagt hat. Das heißt, wir machen das laut. Und die beiden U-Boote stehen natürlich in direkten Funkkontakt, sodass euer Funker das die ganze Zeit abhören kann, wo wir hinfahren. Das ist ein Part. Und der nächste ist, dass ich die Aktion ausrufe. Da haben wir ganz verschiedene. Das erklärt dann gleich Wirt, was da alles noch so geht. Ach nee, Sandro macht das. Ja, viel mehr mache ich eigentlich nicht, außer euch kaputt, ne? Ich mach dich auch kaputt, ne? Wo muss ich Freundchen? Sandro, bitte. Wirt und ich sind die ersten Offiziere unseres Teams und wir laden die Waffen auf. Und zwar gibt es da unter anderem, ich leg das mal auch zur GoPro, eine Mine oder ein Torpedo oder auch eine Suchdrohne und so weiter und so fort. Und wir achten natürlich auch auf unsere Lebensanzeige, die hier oben ist. Genau, das ist unsere Aufgabe. Geil. Ja. Genau, wollt ihr die Funktionen auf eurem Blatt noch mal kurz erläutern? Dass man weiß, was was ist. Ja, mach das mal. Dass du das auflädst nach jeder Runde. Und genau, so. Also in jeder Runde lade ich halt eine bestimmte Waffe auf. Sagen wir mal beispielsweise jetzt hier bei der Mine. Wenn die angesagt wird, ist das halt in der ersten Runde. Und wenn die halt aufgeladen ist, dann kann sie erst eingesetzt werden. Also mit jedem Zug wird hier quasi eins abgestrichen und du darfst entscheiden, was wir als nächstes quasi abstreichen. Und wenn dann hier ein Torpedo voll aufgeladen ist, können wir quasi eine Runde in der nächsten Runde dann Torpedo abfangen. Genau, und da vielleicht auch nochmal dazu, wenn sowas eingesetzt wird, das ist der einzige Moment, in dem das Spiel stoppt. Sonst spielen wir in Echtzeit die ganze Zeit beide Teams Chaos. Gleichzeitig. Chaos pur. Ja. Und das ist der einzige Moment, wo das Spiel stoppt. Wenn Krogi zum Beispiel ruft, stopp, ich will eine Mine einsetzen, dann hören alle auf, keiner macht was weiter, bis das fertig ist. Und dann geht's wieder richtig los, rein ins Chaos. Nice. Genau. Exakt. Aber bis man eine Mine abwerfen kann, muss man ja viel erstmal checken. Nämlich erstmal, ob die Sachen aufgeladen sind und ob die Maschinisten, nämlich Bell und ich, auch ihren Job richtig gemacht haben. Denn anscheinend sind unsere Maschinen mehrere tausend Jahre alt und gehen bei jeder Fahrt, die der Captain ansagt, in irgendeiner Form kaputt. Und wir müssen immer, ich kann es mal an die Kameraden hier, solche Systemdefekte eintragen. Die Systemdefekte haben die gleichen Farben wie hier die Fähigkeiten auf dem Blatt des ersten Offiziers, nämlich Waffensysteme, Ortungssysteme, Schleichfahrt und dann gibt es noch die Reaktoren. Und wenn auch nur eines dieser Systeme angekreuzt ist, können wir dieses System nicht mehr benutzen. Das heißt, wenn ich nur irgendwo hier ein Kreuz habe, zum Beispiel einem Waffensystem, können die Minen und der Torpedo nicht mehr eingesetzt werden. Das heißt, man muss sich ein bisschen abstimmen. Und als Maschinist muss man schauen, dass man die Systemdefekte dann wieder repariert, indem man entweder ein so ein komplettes Feld hier voll macht, dann kriegt das Schiff zwar einen Schaden, aber sämtliche Systemdefekte werden auch wieder gelöscht. Oder man schafft es, hier diese eingezeichneten Systemzusammenhänge fertigzustellen. Dann kriegt man keinen Schaden und die entsprechenden Systeme werden wieder freigegeben. Das ist also präferiert. Also sagt man als Maschinist auch ab und zu mal, hey, Chefe, fahren Sie bitte nach Osten. Ich muss hier die Diesel wieder auf Vordermann bringen. Und dann
geht das wieder. Ja, ja. Ich fahre, so wo ich will, ne? Jo. Und seid nicht zu verwirrt, wir werden alle durcheinander sprechen und so. Und ihr werdet ab und zu mal reinluschern können, wie unsere Arbeit quasi abläuft gerade. Aber entscheidend ist dann, wenn wir Stopp sagen, dann könnt ihr nachvollziehen sicherlich, ob wir jetzt treffen oder nicht und was wir für Aktionen machen. Es ist ein Krieg. Das ist genau. Krieg. Es ist Krieg, Krieg, Leute. Es ist Krieg. Chaos. Es geht ums Überleben. Ja. Ja. Ja, so. Mit okay. Raus. Sehr gut. Wichtig noch, wir dürfen als Kapitän unsere eigene Route nicht kreuzen. Mhm. Also nicht da durchfahren, wo wir schon mal durchgefahren sind. Und natürlich nicht durch Inseln. Exakt. Und den Startpunkt legen wir einfach fest. Das gibt es nicht im Spiel, sondern wir können frei entscheiden, wo wir starten wollen. Und eigentlich haben wir alles erklärt, oder? Okay, let's do this. Na dann. Ja? Jawohl. Yes. Komm, let's go. Komm, los. Krieg in 3, 2, 1, go! Wir tauchen ab, jetzt sofort! Achso, ja. Abtauchen! Hi, Captain! Norden! Norden! Hi, Captain! Norden! Ja! Hi, Captain! Nein, Quatsch, Westen! Ich wollte gerade sagen, Osten! Hi, Captain! Stopp! Normal! What? So. Stopp! Süden! Stopp! Hey! Stopp! Hast du mich nicht die Funkverbindung gestört oder was? So, okay, Süden zählt nicht. So, wir schicken, eine Suchdrohne los. Was? Noch nicht ready. So, ist noch nicht ready. Hey! Hey! Die braucht 4. Krieg jetzt weiter. Ich Westen. Entschuldige mich. Westen. Norden. Hi, Captain. Okay, Suchdrohne Stopp. Ready. Stopp. Hey, was macht ihr denn da? Ja, jetzt haben wir, ich dachte, die hatte nur 3 Aufladestationen. Sie hat 4. Warum können wir die abholen? Yes, Captain. Geil. Was passiert? Hast du einen groben Tipp und schieß dich einfach ins Blaue? Und also, es könnte irgendwo hier sein. Könntest du vielleicht die GoPro zeigen? Okay, ich mag kurz erklären, was die Suchdrohne macht. Achso. Die Suchdrohne, da kann ich jetzt einen Sektoren Also einen von den Zahlen hier? Genau, wie man sieht, in 9 Sektoren unterteilt das Feld. Und der andere Captain muss wahrheitsgemäß Ja oder Nein sagen. Mhm. Und ich sage doch mal... Da wir 2 nach Westen gegangen sind, schlage ich vor, wir könnten den mittleren Sektor überprüfen, ob der gekreuzt wurde bei dieser Frage. In Ordnung. Sektor 5. Nein. Okay, bitte notieren Sie sich das. Jo. Westen, cool, Captain, demnächst nach Osten fahren, bitte. Warte mal, wir haben jetzt 3 Mal. Okay, ja. Osten. Okay. Osten. Das heißt, jetzt Suchdrohne? Ja. Ja, mach mal nochmal. Okay. Jetzt Norden. Hi. Norden. Maschinist, wie sieht's aus? Hi, Captain. Hi. Egal, ne? Nochmal Norden. Nochmal geirrt. Westen. Oh. Nee. Warte mal, was macht denn? Was machen Sie? Nicht so schnell, nicht so schnell. Ich würde jetzt irgendwann jetzt gerade. Richtung Osten irgendwann. Bitte? Ja, aber, warte irgendwann mal, das war jetzt unverständlich. Okay. Du hast jetzt was irgendwann zurückgenommen. Dann machen wir jetzt erstmal Süd. Okay. Westen. Okay. Hi, nochmal Süd. Suchdrohne ready. Suchdrohne ist aufgeladen. Stopp! Damn it. Ich werde eine Suchdrohne. Welches Symbol? Abschicken. Nee. Also wollen wir das nicht? Nee. Wir müssen uns erst besprechen, ganz genau. Also bisher. Herr Funker, was meinen Sie? Bisher würde nichts dagegen sprechen. Aber hier Suchdrohne geht ungefähr. Suchdrohne, die Maschinen sind kaputt. Ah! Der russische Akzent gehört uns. Die imperialistischen Schweine. Das heißt, was empfehlen Sie? Osten. Ja, wir können machen. Stopp. Okay, Sie waren nicht in Sektor 5. Nein. Potenzielle Sektoren sind aktuell Sektor 3. Alle anderen. Was wollen Sie denn überhaupt tun, der Kapitän? Wir starten wieder eine Suchdrohne. Die oberen Sektoren kommen in Frage, wenn Sie Sektor 5 nicht gekreuzt haben. Alles andere wird echt knapp. Nee, geht. Na, aber das ist ja nicht, das heißt ja nicht, dass Sie ihn nicht gekreuzt haben, sondern nur, dass Sie zu dem Zeitpunkt. Naja, aber zu diesem Zeitpunkt waren Sie halt nicht drin. Okay. Wenn Sie nicht dort gestartet sind. Guck mal. Nee, bleib auf deinem, warte. Scheiß, dein eigenes U-Boot. Ja, könnten auch da gestartet sein. Also könnten auch hier. Ihr habt doch alle Pilzläuse. Also der geht gar nicht. Nee, ganz aus. Wie lange wollt ihr noch suchen? Okay, ich sage Sektor 2. Ja. Yes! Gut. Kapitän, Westen wird angebracht. Einschlag. Süden nicht. Süden. Okay, Captain. Captain, was soll als nächstes Süden werden? Erstmal Süden. So nach. Feind verlässt den Sektor. Ja. Westen. Die Schleichfahrt ist aufgeladen, aber ich musste die... Muss Westen? So, jetzt, was Captain, Sonar ist ready. Stopp! Was hast du jetzt gesagt, Süden? Westen. Okay, ja. Hm? Sonar ready? Sonar ready. Okay, aber ist Kreuzen nicht schon... Also können wir wieder... Können wir noch nicht, ne? Wieder Suchdrohne nicht gekreuzt. Schleichfahrt können wir. Ich hab nicht gekreuzt. Okay, was muss ich tun, Maschinistin? Aber ist Kreuzen, wenn man komplett durchfährt, oder? Hallo, ihr könnt jetzt nicht weiterspielen, einfach. Was ist denn Kreuzen? Wir spielen nicht weiter, wir sprechen uns nur. Genau, wenn du auch schon Kreuzen drüber fährst, ja. Naja, du kannst ja gar nicht... Er berührt habe ich aber auch nichts.
Okay, alles klar, Leute, ich habe keine Ahnung, wo die Leute sind. Sehr gut. Irgendwann habe ich mal, die haben irgendwas zurückgenommen, dann doch wieder nicht. Ah, was sind wir denn hier? Vielleicht habe ich mich auch in der Himmels, vielleicht habe ich mich auch in der Himmelsrichtung vertan. Ja, das war natürlich asozial. Das ist mir tatsächlich als zweites passiert. Deswegen muss ich kurz einmal das revidieren. Aber für Kinder ganz kurz, wo Westen, Osten? Nie ohne Seife waschen. Nie ohne Seife. Exakt. Ja, Norden, Süden wirst du ja wohl. Ansonsten, hier unten ist auch noch ein Kompass. Aber was anderes. Oh, stimmt. Ja, was sagst du immer, Ende? Wir haben einen Sonar aufgeladen. Ja. Was kann das? Das heißt, ja. Ihr müsst jetzt aus den drei Kategorien entweder Zeile, wie heißt das andere? Spalte oder Sektor. Mhm. Uns zwei Fakten sagen. Einer davon muss stimmen und einer davon muss gelogen sein. Da muss er irgendwann hier falsch abgebucht. Gut. Dann sage ich 7, 6. Was? Nee, das. Aber was? Zeile? Also du musst zwei Sachen nur sagen, ne? Aus nicht. Also so beispielsweise jetzt Zeile 11. Wir sind in Zeile 11. Ja. Wäre dann deine Wahrheit. Sektor 8, was weiß ich jetzt, die Lüge oder sowas. Also du darfst nicht zweimal Spalte wählen oder so. Ach so, Spalte okay. Spalte und Zeile oder so. Dann sage ich 7F. Was? Ach so. Okay, 7F. Also was? Entweder, die sind entweder auf Zeile 7. Auf Zeile 7? Oder hier auf F. Irgendwo. Du bist ein bisschen zu schnell, Krogi. Die sind viel schneller als wir. Wir können weitermachen, oder? Moment, Süd. Wir müssen noch erstmal überlegen. Die haben zwei. Sehr schlecht. Und du musst wir können weiter. Ja. Sophia, okay. Ost. Was als nächstes, Captain? Nochmal Ost. Soll ich nochmal Ost? Süden? Ja, das soll bereit gemacht werden. Dann haben wir hier, warte, ich muss doch alles ranieren. Was soll ich noch bereit machen? Mach mal Torpedo. Torpedo, Buchdrohne und Steichfahrt. Nee, gar nicht. Stopp, das stimmt überhaupt nicht. Wie oft seid ihr jetzt nach Osten gegangen? Warte. Hier ist kaputt und dann wir können das. Warte, ihr seid kaputt. Die Schleichfahrt fällt mir auch schwer, das alles zu verstehen. Schleichfahrt! Oh, die wollen weg. Die wollen weg. Okay, ich muss einmal was sagen, weil mir die Schleichfahrt noch nicht erklärt. Vier Punkte in eine bestimmte Richtung, geradeaus, nicht diagonal. Ich sehe gerade keine Richtung hin. Genau, nur man muss dazu sagen, der Kapitän muss nur Schleichfahrt ansagen und er kann dann in eine Richtung, außer diagonal, ist korrekt, bis zu vier Felder zurücklegen. Ach, bis zu, da muss man vier. Bis zu vier. Das heißt, es liegt in meinem eigenen Messen. Was wir jetzt tun. Das heißt, du bist gleich mega lost. Ich liebe diese Scheißschleife. Ja, aber du hast, kann ja eigentlich nur, du hast wenn du recht einen hast, Punkt nach links, einen nach oben nein, und einen nach unten. Nee, nach links alles, kann er nicht. Und es ja, hat das eine Frage noch, weil das ist mir nicht ganz klar. Hat das Auswirkungen auf unseren Schaden, den wir in eine Richtung ausüben? Nein. Nein, ne? Also okay, dann kann ich jetzt was machen. Soll ich weiter ein Top-Hin okay. Wo sind die? Schleichfahrt ist also ausgeführt. Ich mache auch alles in Richtung. Dann geht es jetzt weiter. Fuck you. Süden. Ja, das ist jetzt kacke. Okay. Der Torpedo ist aufgeladen. Stopp. Aber kann leider nicht verwendet werden. Stopp. Nicht stopp. Danke. Süden? Was hast das du denn? Süden war es letztes Mal. Ich hätte jetzt gerne Süden, ja. Okay. Ich würde jetzt nochmal Süden anbieten. Du musst klar ansagen, was du machst. Westen, ja. Wer auch Westen, okay. Was? Nochmal Westen. Ich würde gerne nach Westen gehen. Jo. Torpedo ist ready. Okay. Können wir aufbewahren, oder? Jetzt würde ich nach Norden gehen. Süden. Was war als Sonar einmal Ost aufgeladen. Stopp bitte. Das ist grüne, ne? Okay, oder ja, hast du gemacht? Oder? Dafür. Weil du musst, wenn er sagt Ost, dann musst du klar. Ich sag das fast dann alle aufmachen. Aber wir sind jetzt in dem Feld, korrekt? Eben, und da können das wir das. Vielleicht wäre Osten fantastisch. Stopp. Ja. Stopp. Aber muss nicht alles? Ich meine nicht, weil wir doch jetzt in dem Feld sind. Das haben wir doch gerade als letztes ausgeführt. Nee, es muss aber alles. Okay. Warum konnten die dann so irgendwo oft irgendwelche Waffen haben? Das stimmt allerdings. Weil er das gut verteilt hat. Ja. Ich vertraue Steffen voll und ganz. Das ist jetzt die Frage. Ihr könnt, wenn das irgendwo abgekreuzt ist, dann dürft ihr es nicht benutzen. Ja. Okay, alles klar. Deshalb müssen wir dann einmal auftauchen, weil wir sehr oft. Dann tauchen wir jetzt auf. Okay. Wo seid ihr? 6. Nein. Okay, fuck. Warte, wollen wir ganz aber kurz aufpassen, dass das ganz kurz erklären, das Auftauchen. Wir jetzt den korrekten, die komplett korrekte an. Wir erfahren, glaube ich, nur den Sektor. Nee, nur den Sektor. Echt jetzt? Ja. Das wäre so völlig bescheuert aufzutauchen. Ja. Sorry. Geht okay, weiter spielen wir. Ja, wir fahren erstmal weiter. Süden. Okay. Was wir jetzt machen müssen, ist folgendes. Süden. Wir müssen in langsam wird es im Süden ganz schön eng hier. Ja. Captain. Gut, dass du sagst. Suchdrohne ready. Suchdrohne ist ready, ja. Okay. Wir machen aber erstmal, mach mal das weiter. Super. Weiter. I-Captain. Osten. Scheiße, jetzt hab ich Maschinist. Stopp. I-Captain. Maschinistenabgleich. Maschinist. Ist das korrekt? Sieht gut aus, ja. So, okay. Abtauchen, danke. Das heißt, jetzt können wir alles löschen. Alles und stopp bitte Suchdrohne. Okay. Ja. Gut.
Der losteste Punkt jetzt einfach. Also, warte mal, lass uns einfach genießen, dass wir gerade einfach erstmal nichts machen. Ja. 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 Also, ich glaube nicht sehr. Ich war einmal durchatmen. Also, ich war ja... Bitte, wie fühlen Sie sich? Ich war gerade leider mit der Reparatur des Schiffes beschäftigt und hab das halt nicht mehr meinen Kopfhörer aufgehabt. Aber es kann langsam nur noch so, ich sag mal hier, dem Neuner. So ein bisschen verschieben auch für die... Guck mal, leg das doch mal kurz hier hin. Nein, ich war doch schon richtig. Zeig das doch mal hier, was man machen könnte, dass man das nochmal versteht. Also, ich war irgendwann, angefangen habe ich hier, dann hat es nicht mit der Insel gepasst, dann hat es nicht mit der Insel gepasst. Stimmt. Ich glaube, ich halt, man könnte irgendwo... Ich sehe schon, ich lese schon YouTube-Kommentare. Oh, Flo hat einmal ganz falsch gezogen. Ein bisschen höher? Ja, das ist doch nice. Ja, genau. Und wo war dein Start? Osten. Warte mal, ich hatte doch vorhin was ganz anderes. Jetzt passt es nicht mehr. Das war doch super eben. Okay. Ich muss es auf meinem Funkertisch machen. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Wir sind ready. Wie ist das Befinden im Team? Wie viel haben wir noch? Was können wir noch? Also hier können, also ich sag mal, die sind auf jeden Fall im Neuner. Okay. Ich weiß es aber nicht. Herr Gegner, für Kapitän, sind Sie im Sektor 9? Nein. Massive Probleme. Weiter geht's. Es geht weiter. Mine, Torpedo oder so eine. Stopp! Hi! Habt ihr überhaupt einen Zug gemacht? Besten. Also hast du das gesagt, ja? Ja. Stopp. Wir machen jetzt ein schönes Sonar. Sonar. Such Sachen. Sonar und doch so fern. Sonar. Das liegt jetzt alles in deiner Hand. Also eine Lüge, eine Wahrheit. Jo. Oh, ich weiß, wo die sind. Mach Notizen, Captain. Sonar, Doppelpunkt. Die sind 100% hier. Danke, erster Maschinist. Auch wenn du erster Offizier bist. Ich bin erster Offizier. Aber erste Maschinistin. Genau. 10-O. 10-O. 10? Wir können weitermachen jetzt, oder? Also ein O. Okay. Demnächst wäre Westen super. Okay. Ich mach die Minen mal ready. Westen, ihr seid doch gerade erst im Westen. Osten. Sollen wir da irgendwo mal die Mine droppen? Ja. Also, Westen. Sind wir Westen. Westen. Moment. Können wir Torpedos abfeuern? Nein. Stopp bitte. Okay. Ja. Stopp. Wir wollen eine Mine abwerfen. Was müssen wir tun dafür? Können wir. Ihr müsst gar nichts tun, außer okay. Wissen, dass wir jetzt in dem Geschäft sind. Ihr dürft jetzt erstmal gar nichts machen, ne? Haben wir eine Schleichfahrt? Leute, ihr müsst anhalten. Ich bin ja wir Mine. Sprechen nur. Das ist Wahnsinn, was gerade passiert. Unser Team wirft gefährliches Gut ab. Okay. Ja? Und wir freuen uns sehr. Unser Team ist hoch motiviert, weil jetzt passiert der richtig geile Scheiß, mit dem wir lange trainiert haben. Jetzt gibt's die Scheiß-Action. Ja. Die Mine droppen wir jetzt und ich kann sie um ein Feld von meinem jetzigen Punkt aus ablegen sozusagen. Einfach ablegen. Genau. Einfach ablegen. Ich lege sie. Irgendwann zünden. Ich lege sie. ja, sag mal bitte konkret. Ich lege sie hier hin. Oder wollen wir es kurz besprechen im Team? Wo denn? Da oder okay, also wir mach eins oder zwei. Ja, aber du darfst ja selber. Abfallen, so genau, aber ich könnte dann da lang. Ja, oder wir machen halt sehr nah. Das ist ja nicht super. Die befinden sich wahrscheinlich hier. Die befinden sich auf 10 oder hier, genau. Ja, das ist doch gut, wenn du irgendwo in der Mitte. Und ich kann, dann kann ich sie auch dahin droppen. Ja, oder aber direkt über. Naja, oder da. Was meinen Sie? Funker! Die könnten natürlich auch. Nee. Die müssen da unten sein, ja. Ihr macht keine Züge. Wir sind noch im. Wir machen keine Züge. Nee. Ja, das ist mir auch gleich ins Auge geschossen. Wir uns ja nicht lange dauert das, so eine Mine zu legen? Ja, und dann muss er sich das am besten irgendwie einkreisen. Die sobald die da in der Nähe sind, hier. So sofort. Genau, sobald du da Gefühle hast. Ja. Moment, es ist. Untenrum. Also laut mir sind die genau. Laut mir sind die hier, aber ich habe irgendwo mal nicht mehr verstehen können. Das heißt, das heißt jetzt eigentlich. Sofort zu die eigentlich schon finden. Abgeht! Aber vielleicht auch nicht. Oder wir warten noch einen. Unser Funker ist so ein kalkes Schwein, das glaubst du gar nicht. Er sagt, wirklich. Hat er geluscht? Hat er hier nicht genau. Willst du es tun? Bist du dir sicher? Nee, also. Warte, ganz kurz, also bevor ihr es ausspricht. Ja. Ihr macht euch, glaube ich, auch selber Damage, oder? Wenn ihr noch im, im Einzugsbereich rein. Nein. Ihr dürft eure eigene Mine auch nicht überfahren. Unrealistisch. Ja, aber Schluss ist egal. Was? Was? Schluss, man darf nur nicht überfahren. Aber Schluss ist egal. Okay, tatsächlich rein. Okay. Nee, wenn du eine Mine triffst mit einem Torpedo, dann rein physikalisch dürfte Sinn ergeben. Okay, Frage: Darf man im selben Zug eine Mine legen und zünden? Ich wage das zu bezweifeln. Irgendwann halt. Aber die kannst du recht. Nee, die kannst du, irgendwann. Ja, irgendwann. Würde ich sagen. Jetzt feuert die Mine ab! Wir fahren nach Westen. Okay, Süden! Jo. Westen. Mine ready. Süden. Ja. Stopp! Warte. Ja. Ich muss ja stoppen, wenn wir die Mine feuern, oder? Ja, ja jetzt zündet er schon nicht mehr, aber okay. Jetzt würde er nicht mehr feuern. Ja, ich hätte feuern, aber. Entscheiden Sie sich, Captain. Herr Funker.
haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 15%, dass diese Mine einen Damage machen könnte. Ich schau mal ganz kurz. Wahrscheinlichkeit liegt bei 4,3%. Das reicht mir. Ich liebe Lars auch in der Funktion so total lost. Ich möchte, dass wir uns alle an den Händen halten, ja? Und jetzt die Mine zünden. Tu es! 3, 2, 1. Und sie ist gerade gezündet auf bei 11L. 11L. Mine, ja, bestätigt. Wie viel muss man im Umkreis sein? Also eins daneben, eins ist es. Direkt komplett daneben. Eins daneben? Ja. Dann nicht. Ja! Yes! Hör, das ist weiter geht's, weiter geht's. Spürt ihr die Druckwellen? Captain Süden war Süden. Süden. Ei, was? Stopp. Einen Schaden. Suchkrone ist geladen. Stopp. Okay. Ich hab zuerst. Wir haben okay einen Schaden. Ein fucking Katz-und-Maus-Spiel. Es ist ja... Okay, Sophia, da? Ja. Da müssen sie sein. Ich habe den letzten nicht genau verstanden, aber sie müssten da sein. Nice. Okay. Ich werde weiter einen Torpedo abfeuern. Unser Team. Ich möchte einen Torpedo abfeuern, Freunde. Torpedo! Macht euch schon mal bereit. Was ist das da? 12? Ich zeig mal kurz. Ich habe leider den letzten, der wurde leider etwas vernuschelt, aber momentan sieht mein Plan so aus und da sind... Sieht man das? Und da sind wir. 12J. 12J soll die, der Torpedo bitte einschlagen. Guck, bleib. Also in die Linie. In die Linie 12J. Ja, was anderes gibt's nicht mit einer 12. Ja, ja. Ist ein direkter Treffer? Also das J hoch, meine ich. Also wenn es ein Volltreffer ist, sind es zwei. Ja, J zwei mehr. Also, man nein, muss, aber ich dachte, die 12 also, kann naja, ja auch schießen. Da. Ah, die kann nicht. Also, ne? Ja, ja. Ja, das ist voll... Das hat weh! Ja! Ja! Wie könnt ihr das denn gemacht haben? Nein! Weil wir einen guten Funker haben! Weiter. Sehr gut. Wie viel hat der? Was? Du musst ja ein bisschen mehr Volltreffer. Sehr gut. Volltreffer sogar? Sehr gut. Können wir eine Mine? Du musst es hier wegmachen. Du musst es löschen, genau. Können wir eine Mine? Nein, können wir. Okay, stopp. Also, gab es schon eine Angabe von uns? Ja, zweimal. Nein. Jawohl. Mine ready. Wir sind durcheinander. Wir müssen. Okay. Wir legen eine Mine. Was können wir gleich machen? Also, wissen wir gut. Wo soll ich danach hinfahren? Ich bin gerade free, je nachdem, was okay du machen möchtest. Soll ich machen? Ich würde Richtung Westen. Okay, und du willst aber lieber grün frei haben. Ich würde nochmal ein Torpedo haben. Okay, Asghar. Okay. Wer hat einen Stopp gerufen? Wieso passiert gerade nicht? Ich. Naja, ihr habt gerade eine Mine. Ich habe eine Mine gelegt gerade. Ja? Ja. Ist das jetzt also alles wieder gut? Ich möchte, dass wir runterzählen, damit die Runde wieder weitergeht. Das ist hier sehr brenzlig. Es ist wieder gut. Ja? Okay. Aber wisst ihr, welche Fremde ist und welche unsere? Das ist unsere. So nah ist aufgeladen, kann aber nicht verwenden. Okay, Westen. Was? Machen wir ja. Norden. Echt, Westen? Da, wir können auch nach Süden gehen, wenn du willst. Torpedo ready. Süden. Stopp. Ey, Leute, ich muss mich beruhigen. Bitte, kannst du die ganze Scheiße gleich mal machen? Okay. Ja? Du meinst, wir kommen einmal kurz alle runter? Komm einmal kurz runter, komm. Ey. Ja. Oh Gott, das ist das furchtbarste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Ich bin gleich richtig drin, Leute. Aber ich finde, man muss sagen, es ist viel geordneter, als ich gedacht habe. Und damit haben wir echt einen kleinen Applaus verdient. Für uns. Also, außer Lars. Oh Mann. Hier mit eurem Kackschiff. Ich hab schon zweimal Schaden. Ja. Ja? Erfahren wir gleich. Nach der Werbung. Hallo und herzlich willkommen. Zurück an Bord der Blautilus und der Budi SSR. Wir geben noch einmal kurz unseren Status durch. Wie viele Schadenspunkte hat die Blautilus? Ganz kurz, bevor ich das tue, wir haben ein Upgrade durchgeführt. Unser Funker, er funkt jetzt noch besser, denn er hat eine tolle Antenne bekommen. Scheiße. Mhm. Was machst du? Kannst du dich mal hochpusten? Ich hab... Nein. Ja, wie viel Schaden haben wir? Wir haben leider zwei Schadenspunkte. Ach, Sandro, ey. Wir okay haben einen Schadenspunkt. Was soll ich machen? Nee, nicht reinreden. So, okay, ihr habt einen Schadenspunkt. Zwei tatsächlich. Wir haben zwei. Zwei. Noch einen Volltreffer. Und ihr habt einen Schadenspunkt. Das bedeutet, wir sind gar nicht so viel schlechter als ihr. Nur ein bisschen. Minimal. Nur ein bisschen. Aber der Unterschied ist, dass doppelt wir schlecht, den Schaden durch unsere Maschinen gekriegt haben, also durch uns selber. Quasi haben wir das in Kauf genommen. Gut, um euch leicht aber ich muss schon sagen, das hier getroffen ist das beste Team. Lasst uns nicht dieser Typ hier weiß genau, wo ihr steckt. Das möchte ich mal sagen. Und wir haben noch eine weitere Verbesserung vorgenommen. Die Kapitäne müssen nämlich jetzt immer den Kurs mit Kurs ansagen. Also Kurs Ost oder Kurs Süd. Genau. Nicht einfach nur Ost sagen. Alle anderen Himmelsrichtungen sind keine Kursangabe, sondern einfach... Freitag ist auch keine Kurs. Einfach okay. Gibt es noch mehr zu sagen? Nein. Ja, wir haben gerade Stopp gesagt und möchten gerne ein Sonar
loslassen. Ja. Ein Sonarschwall. Das ist möglich, Captain. Ja. Das ist möglich, sehr schön. Das heißt, ihr müsst wieder eine wahre und eine falsche Aussage treffen. Sonar wieder auf Cooldown. Captain, mach keinen Scheiß, ja? Das hier könnte ich doch sagen, oder? So nah und doch so fern. Hm? Captain, die haben uns. Oder soll ich das hier sagen? Eins wissen sie doch. Das hier? Das wie wäre das? Oder soll ich das hier sagen? Nee, das ist ja das hier. Ich glaube, den Segmenten wissen sie, oder? Wo sie sind, also ich muss zwei Dinge sagen, ne? Das heißt, ich könnte jetzt auch zum Beispiel, guck mal, Team, schauen Sie, Sie sind alle sehr wichtig für mich, deswegen möchte ich mich mit Ihnen abstimmen. Mhm. Ja, ich könnte zum Beispiel diesen Buchstaben nennen und könnte dann auch diese Zahl nennen oder diese hier, korrekt? Ja. Die hier, ja? Ja. 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 Gehen wir damit d'accord als Team. Aha. Ich möchte einen Buchstaben und eine Zahl nennen. Ja. Ich nenne die Zahl. Ja. 6. Ich nenne den Buchstaben. H. Alles klar. Ach so, wir müssen gar nicht das. Gut, Segment ich möchte, darf ich, bevor wir wieder anfangen. Möchtest du ein Ernstel kaufen? Ich möchte nochmal eine Frage stellen. Darf man Torpedos nicht über seine Route schießen? Doch. Ach so, doch, aber es würde uns gerade nichts bringen, ein Torpedo abzufeuern, weil wir uns an keiner Position befinden, in der wir den Feind in gerader Linie treffen. Das muss reichen. Man kann aber. Du musst also auch keine gerade Linie haben. Du darfst vier Felder. Ach, man darf auch um die Ecke schießen. Nein, nein. Doch, doch, doch. Nein, du sagst hier was falsch, du gegnerischer Kapitän. Und scheiß Torpedo ist doch kein Homing-Messer. Guck dir doch das Torpedo-Ding hier auf dem Ding drauf. Ich hab's Profifunker, sag euch, Torpedos fliegen nur geradeaus. Nein, das steht hier. Auf dem Dann sind das aber Towing Missiles. Ja, sind es. Ja, aber das Spiel habe ich nicht erfunden. Okay, wir haben Suchtorpedos. Okay, kann ich jetzt direkt nochmal Stopp sagen? Ja, ne? Nein, erstmal sag ich Stopp. Hä? Warum? Weil eure Zeit ist vorbei. Wir tauchen auf. Wir tauchen auf. Wir tauchen fucking auf. Das ist super. Okay, dann sag ich Stopp. Sofort Stopp. Torpedo. Torpedo. Unsere Torpedos sind ready. Eben war es noch von diesem Funkermädchen dort. Sie müssen Frag sagen, mich, wo ob sie ich eine Mine zünde, also auslegen darf und dann gleichzeitig zünde. Und ich habe gesagt, ja. Wenn ihr auftaucht, dürfen wir doch weiterspielen. Sagt uns erstmal eure Position, wenn ihr auftaucht. Gut. Und vielleicht sollten wir das Step by Step, wie es auch von dem Kriegsgericht üblich wäre. Sandro, stopp gesagt. Sandro, stopp. Leute, hier, wir haben Stopp gesagt. Ne? Dürfen wir gleich nochmal machen. Wenn wir aufgetaucht sind. Ja, wir haben Stopp gerufen. Okay, dann sagt den Sektor. Acht. Okay, bestätigt. Ich schicke eine. Mach bitte weiter. Stopp. Mach bitte weiter. Stopp! Der darf doch wohl zeichnen! Nein, ich sage doch Stopp, da ist das Spiel Stopp. Meine Güte! Einfach. So, jetzt redet du. Das ist euer Gangname Stopp oder so. Ich möchte ganz kurz nochmal dazu sagen, dass Fabian gerade hier reinkam in der Werbepause und gesagt hat, Krogi und ich so ein bisschen runterfahren. Das hat gut funktioniert! Nur weil die Nachbarn sich beschwert haben, Mann. Echt jetzt? Jo. Oh. So, wir sind dabei. Hier müsste. Die machen hier schon wieder weiter. Hey, Alter, ich hätte die Stift zugemacht. Meine Fresse. Wir schicken ein Torpedo auf H14. Yeah! Yeah! Wir gehen unter. Ja, Mann! Sehr gut. Nice! Sehr gute Tiere. Da kann ich noch kurz erfahren, ob ich weiß, wo ihr liegt. Ja, pass auf. Ein Ehrenpunkt für den Funker hier. Könnt ihr bitte auf J12 liegen? Nee, aber sehr knapp. Ah, okay. I11. So. Okay. Kriegen wir jetzt andere Kärtchen und die Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das habt ihr toll gemacht. Das habt ihr ganz klasse gemacht. Ey, überragend gefunkt. Ja. Sehr gut hier die Systeme immer ready gehalten. Hervorragende Technik. Einmal alles wegradieren und dann gehen wir direkt in die zweite. Aber kann das nicht sein? Machen wir mit der Map weiter? Hey, wir sind doch jetzt in einem neuen Gewässer, oder nicht? Wir können jetzt auf jeden Fall mal das Gewässer wechseln. Also unsere Crew hat natürlich durch eine Rettungskapsel überlebt, wie immer. Wir sind also alle noch vorzeitig vor dem Impact durch die Torpedorohre, Sophia. Wo sind die nur? Hier sind die, glaube ich. Einmal die Maps erneuern, bitte. Beta. Wo steht das denn? Die sollten wenn möglich die da oben rechts. Hier steht Bravo. Ja, das ist auch gut. Ist okay, hier ist schon mal. Ich habe vermutet, dass irgendwas mit B ist. Hier steht nochmal Bravo. Das ist die zweite Bravo. Geil. Und dann die restlichen hat Bell. Da haben wir natürlich auch die Werbepause gut gewählt. Brauch auch noch eine Minute Zerstörung. Ja, Bravo brauchen. Herr Cliffhanger. Ja, guck, man weiß es ja nie. Man weiß es ja nie, wie es läuft. So, Friends. Das kann okay, Captain. Friends, oh, sehr gut. Friends. Machen wir einfach nochmal. Wir machen das gleiche. Okay, ne? Ja. Jetzt wissen wir Bescheid. Sehen die auch gleich aus. Das ist erstmal Prio Z. Genau, das brauchen wir. Alles klar. Ist das die Einsteigerkarte hier? Nee, Schleichfahrt ist für Prozess. Alpha war die Einsteigerkarte. Echt? Abhauen. Okay, nicht mit uns. Also, Herr Kapitän vom gegnerischen Team. Ja. Wir werden jetzt diese Runden etwas entspannter angehen, ja? In Ordnung. Im Sinne des ganzen Teams. Und denken Sie immer daran, Kurs
heißt Kurs. So sieht es aus. Gut. Alles klar. Alle bereit? Ist dieses Alle Team Systeme bereit? Zurückgesetzt? Ist dieses Alright. Team gut drauf? Ja. Ja? Das ist verdammt gut. Ich möchte, dass wir aber diesen Start nochmal irgendwie anders machen. Sehr gerne. Wie stellst du dir das vor? Wir zählen runter alle von drei auf tot. Halten wir uns da... Was? Okay. Okay. Und denkt an die, die Befehle, ne? Gut. Okay. Drei, zwei, eins, tot. Drei, zwei, eins, tot. Kurs Nord. Kurs Nord. Nord. Aye, Captain. Du hast nicht Kurs gesagt. Kurs Nord. Ja. Okay. Aye, Captain. Kurs West. Kurs Nord. Aye, Captain. Kurs West. Sucht und Drohne. Kurs Nord. Sucht Drohne ist... Okay, wir haben Nord wurde noch akzeptiert. Wurde das West noch akzeptiert von ihm? Nee, Nord war das letzte. Wurde das Nord noch akzeptiert von ihm? Nord einmal nachziehen. Ja. Kurs Nord. Suchtdrohne ist ready. Ja, entschuldigen Sie. Wir mussten einmal, wir hatten Differenzen in diesem Team, aber dieses Team ist jetzt eins geworden. Okay, wiederholen Sie bitte die Ansagen über WhatsApp. Ich schicke eine Suchtdrohne los und möchte gerne mal. Ja. Wieso denn eine Suchtdrohne? Wieso nicht das andere Teil? Der Kapitän hat das andere ist ja noch mehr random. Mach das. Was soll das überhaupt? Ja, das macht doch keinen Sinn. Beschränken Sie sich auf einzusetzen, oder? Sektor 2. Das ist negativ, Sir. Okay. Okay. Und jetzt müssen wir immer wieder runterzählen und totrufen. 3, 2, 1, tot! Kurs Nord. Kurs West. I kept Kurs West. Wollen wir noch eine Suchtdrohne? Kurs Nord. Kurs Nord. Ja, okay. I kept so nah ist was ready. Stopp, bitte. Gleich gehen West aus. Ja, können wir. So nah oder Frau Maschinistin, ist es denkbar, dass ich eine Suchtdrohne abfeuere? Ja. Hey. Hey, das passt ja gut. West, Ost, das Herr Funker. Es wurden so wenig Züge gemacht, das kann überall auf der Karte sein, aber du könntest mal zum Beispiel... Befragen Sie Ihre ganzen Maschinen, die Sie haben. Die 4 zum Beispiel. Ich möchte das Orakel befragen und schicke eine SMS an den Kapitän und frage, sind Sie in Sektor 4? Die Antwort ist leider nein. Okay. 3, 2, 1, tot! Kurs Nord. Aufgrund von feindlichem Angriff einer dritten Seite mussten wir kurz alle untertauchen, deswegen gibt es ein kurzes Map-Update der beiden Teams. Das ist gut. Das. Sag doch mal bitte, wo ihr seid. Wir sind genau dort. Wir zählen. Das kann man ja durch die GoPro sehen, ne? Genau. Wir sind. Verdammt. Hat man das auch schon bei Ihnen gesehen? Vermutlich. Der Kapitän Leutnant des gegnerischen Teams. Ich habe die aber schwarz gemalt, die Linse. So, dann Captains nochmal neu also einzählen. Hier, ne? Das, ja. Da sind wir. Sehen Sie? Mit 3, 2, 1, komm! 3, 2, 1, tot! Kurs Nord. Hi, Captain. Was? Achso, ja. Kurs Ost. Nord. Kann ich was machen? Captain Sunar. Captain Sunar ist ready. Kurs Nord. Ja, wir können stoppen. Ja, ist richtig, ja? Ja. Das ist möglich. Ja, gut. Wir werden ein Sonar abfeuern. Die Sonar ist jetzt abgefeuert. Man feuert Sonar. Doch, es ist eine Laserkraft, die man absetzt. Ja. Und die Sonar trifft jetzt gerade bei euch ein und möchte eine Antwort haben. Du musst, Sonar. Ich verwechsel mit was anderem, okay. Mit was anderem. Du musst gut zuhören. Das wird mir wenig sagen. Naja. Das ist halt beides gelogen, das weißt du, ne? Achso, also, wir sind gut, das kann man natürlich machen. Kann man auch sagen. Das ist aber halt, Okay, sorry. Tod und Hass. Der Booty SSR. 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 So. Zeig mich richtig auf. Ich sage, wir sind entweder auf der Linie D oder im Sektor 6. Das geht also auch, ja? Mhm. Schauen Sie mal. Einzählen oder was? 3, 2, 1, tot! Erstmal schnitzeln, was soll ich tun? Ist egal, gerade. Versuchssysteme wieder heil. Kurs, I-Captain. No. Okay, stopp! Das galt noch. Suchtdrohne ist ready. Ja, ich... Schleichfahrtdrohne laden. 6, ne? Ja. Sagst du, Suchtdrohne ist sinnvoll? Hier sein, die haben zweimal Kurs gesagt. Ich weiß nicht, ob beide gemeint... Aber die können ja noch, wenn du das so nach links ziehst, die können ja noch bei ganz vielen anderen... Ja, das könnten sie theoretisch, stimmt. Ich muss sagen, es läuft viel besser ab. Also, dann sende ich erstmal ein Sonar hinaus. Selbstverständlich, das ist überhaupt kein Problem. Eine Drohne, okay. Ja, kommen sie alle zusammen, das ist wie ein Timeout beim Basketball. Sie kennen dieses Sportspiel an der Oberfläche.
Jetzt können wir alle noch mal gemeinsam als Team brillieren. Hier sehen Sie, sind wir gerade stationiert. Das heißt, wir könnten richtig gut flunkern. Zum Beispiel auch mal mit dem Sektor. Vielleicht mal, das macht keinen Sinn, aber vielleicht mal diesen Sektor anbieten. Das wäre auch mein Oder vielleicht doch lieber diesen Sektor. Also ich sag euch mal was. Der ist ein guter Sektor, ne? Und dann lieber die Zahl oder lieber den Buchstaben? Vielleicht doch dann lieber den... Ich wäre für den Buchstaben. Ja, ne? Okay. Ja, fantastisch. Ich möchte Ihnen was durchgeben, Herr Kapitän. H1. Okay. Drei, zwei, eins, tot. Kurz fest. Stopp. Hi, Captain. Was? Ost möchte eine Schleichfahrt anleiern. Yep. The Great Escape. Können wir. Ist geladen. Shit. Captain ist ready. Ist echt schwer. Mhm. Gut. Die Schleichfahrt startet jetzt. Nein? Doch. Doch. Das Team ist sich eins. Ich frage mich nur, die haben doch gar keine Ahnung, wo wir sind, oder? Was ja, wir haben... Eine Schleichfahrt? Um noch mehr zu verwirren. Okay. Der Kapitän hat die Entscheidungsgewalt über sowas, Herr Funker. Bleiben Sie, der Schuster soll bei seinen Lasten bleiben. Das mache ich wohl. Wobei ich Ihnen mit 3%iger Wahrscheinlichkeit sagen kann, wo die Gegner sind. Genau. Okay. Ja? Zerstören Sie nicht Ihre Funke. Das ist ganz wichtig. Das mache ich, glaube ich, gleich mal. Wir können jetzt lange nichts machen. Alter, ihr dürft noch nicht weitermachen. Oh, warte, nein, okay. Wir sprechen uns! Ja, und, aber zeichnen dürfen nicht. Frau Maschinistin? Wir zeichnen noch nicht. Ja. Und wenn ich hier ein Herz blase, dann schreibe ich genau das Gleiche. Wir können nichts sehen. Muss man kurz nochmal fragen, das ist bis zu drei, ne, war es, wenn die jetzt Schleichfahrt machen. Bis zu vier. Bis zu vier, genau, ja. Ich würde aber fast sagen, dass wir vielleicht irgendwann mal schauen. Ich würde gleich mal das suchen. Also, welches Feld? Möchten Sie bedient haben? Ja, hat bei uns ja funktioniert. Es gibt viele Möglichkeiten gerade. Relativ oft, aber dann kriegen wir einen Schaden. Entweder die sind jetzt nach Norden und so. Aber da ist es ja auch wohl. Halt hier. Da wäre ja auch der Schaden, oder? Ja, so, aber wir können guck mal, ja so lange den Schaden sehen. Ja, okay. Die Frage ist, okay. Das ist natürlich sehr schlimm. Oder mit eins schauen Sie selber, Frau Maschinistin. Ja. Oder mit beide. Wie sieht's aus, Freunde? Ist der Krieg noch aktuell und brisant in Ihrem Team? Das hier ich wollte euch, Sie wollten noch Ihre Schleichfahrt ansagen. Haben Sie das jetzt getan? Die Schleichfahrt ist schon längst durchgeführt. Okay. Das muss ich ja wohl nicht tun, oder? Nein, Schleichfahrt ist fucking Schleichfahrt. Ich wollte nur sagen, also wenn ich mich nicht verrechnet habe, weiß ich definitiv, wo Sie sind. 100%. Ja? Aber es kann auch sein, dass ich mich verrechnet habe. Ich glaube an Sie. Okay, dann würde ich sagen, liebe Kollegen, GoPro muss erstmal repariert werden. Wir machen nichts mehr hier. Kommt, Mechanik, lass mal. Bevor nicht das Team 1 ist. Ich habe den Knopf gedrückt, liebe Regie, ist es wieder da? Ich habe gehört, im gegnerischen Team immer noch so gibt es einen akuten Sackrattenbefall. Wir haben H1 gut. Hier an der Stelle gefragt oder bei dir jetzt? Können. Das Lustige ist aber, dass im gegnerischen Team kein Puder vorhanden ist gegen die Sackratten. Okay. Irgendwann sind die Sackratten schön in den Augen gehauen. Wir können. Dann können sie nichts mehr sehen. Ready? 3, 2, 1, können die auch hier sein. Kurs Süd. Was? Kurs Süd. Kurs West. Kurs Süd. I-Captain. Kurs West. Süd. Kurs Nord. Stopp. Ach, Gott. Okay, was machen wir? Wir haben überhaupt keinen Plan, wo der Gegner ist. Wieso kann ich nicht? Dann lieber so nah, wenn wir kacken. Oh nee, kann ich. Wir müssen was löschen. Nein, wir müssen das irgendwie löschen. Das geht nicht. Wir können jetzt nicht auftauchen. Ist so nah, einsetzen in der nächsten Runde. Ja, das kriege ich hin. Ja. Why? Weil hier unten. Ja, aber der ist doch dann gelöscht. Wieso nicht? Die muss ja richtig sein. Die hier unten kann ich nie löschen. Okay, das hätte uns in der eben auch nichts gebracht. Weil der eben auch schon angekreuzt war, oder? Habt ihr? Oder? Ja, die Mine hätte dann nicht funktioniert. Ja. Nur einen Kaffee? Hey! Wir könnten natürlich, habe ich gesagt, noch zweimal. Mhm. Und dann wäre. Ich fühle mich hier untergraben in meiner Autorität als Kapitän. Halt als weniger, Feind. Meine Autorität als Feind. Was passiert denn hier gerade eigentlich? Handeln. Über eure sonarische Position. Sonarische Position. Ich werde mir wieder was Lustiges ausdenken für Sie. Ja, bitte. Ja? Klasse. Kommen Sie doch wieder. Timeout. Die Cheerleader. Sehr gut. hier sind wir. Fangen Sie nochmal. Mhm. So. Ich darf meine Karte nicht. Du darfst meine Karte nicht verrutschen. Hab ich hier was gemacht? Ich würde wieder zwei Dinge anbieten wollen, genauso wie eben. Never change. Ja, genau. Okay. Dementsprechend würde ich vielleicht das hier machen wollen. Ja, was schadet unserem Schleichfahrt am wenigsten? Und dann würde ich möglicherweise eine Zahl anbieten. Was meinen Sie? Oder doch zu riskant und lieber einen Buchstaben? Schweres. Schwere Entscheidung. Schwere Entscheidung. Wo soll man lügen? Wo hört die Wahrheit auf? Ich sag mal, ich weiß nicht mal, wo Wahrheit anfängt. Ja. Auf dieser Karte hat man eher Spielraum nach oben und unten und weniger nach links und rechts. Exakt. Dementsprechend ist doch wohl der Buchstabe eine schlaue Lösung. Ja. Jawohl.
Einigen wir uns auf diese Zahl. Ja. Ich möchte Ihnen was durchfunken. Mhm. Ich gebe Ihnen ein K durch und eine 6. 6 als 6 Zeile? 6 ist tatsächlich als Zahl gedacht. Als Zeile oder als Sektor? Als, naja, man könnte oder schon sagen... Oder sowohl als auch. Das ist eine Fangfrage, darauf lasse ich mich nicht ein. Ich möchte das Ganze als Sektor durchgeben. Okay. Okay, alles klar. Was? Ja. Was? Der 6 war der Sektor? Ja. Das probieren wir. Okay. Gut. 3, 2, 1, Tor. Weiter geht's. Kurs Nord. Kurs Süd. Kurs West. Fuck! Ja, Kurs Thron ist geladen, aber kann leider nicht. Kurs Süd. Stopp. Hat jetzt seine Berechnung nicht mehr hingehauen. Nice, schön eben noch. Ich weiß zu 100% wo sie sind. Ja, ja. Und jetzt nee, hast du auch okay, reingemalt. Ne? Eine Runde dazwischen, wo okay, du irgendwas gesagt hast, was ich nicht machen kann. Achso. So, wir haben gesucht. Ja. Das ist eine Denkmalschätzung. Welchen Sektor würdest du gerne mal. Wir können das nicht auftauchen, weil das haben wir eben preisgegeben. Wenn wir jetzt auftauchen, wissen, dann ist es zu eindeutig. Aber aus taktischen Gründen. Wir sind gerade wenn wir nach wir können nicht zufrieden. Ja. Wenn wir aber nach Westen gehen. Ja. Die sind nur noch am Weglaufen. Das ist gut. Plan Westen, wie könnt ihr denn jetzt noch? Okay, dafür muss ich aber noch dreimal. Ich würde gerne den dritten überprüfen. Ja, zweimal. Ja, die sind doch 100 pro hier. Mhm. Ist auch ein bisschen ärgerlich. Jetzt machen wir das und gleich wissen wir es eh. Egal. Wo sind die? Sagst du? Ich möchte gerne von euch wissen, ob ihr in Sektor 6 seid. Okay, sucht Drohne wird auf Cooldown gesetzt. Ich möchte darauf antworten, Herr Kapitän. Das, also Sie haben damit die Suchdrohne abgefeuert. Ist das jawohl, korrekt? Gehe ich recht der Annahme. Das ist nicht einfach nur so ein kleiner Tinder-Chat bei mir, der gerade eingeht. Nee, das ist nicht, nicht die typische. Nein, danke. Wieso hast du denn nicht 3 gesagt? Gut. Nach 3 Fragen. Wir gehen. Können wir 10 bitte? 3. Moment. Ja, ja. Warte, oder? Nee, erstmal 6. Was ist denn mit 6? Es gibt 6 ist es nicht. Ich habe das negativ. Du hast negativ gesagt. Okay, gut. Haben wir nicht mitbekommen. Falsch. Aber dann. Ja, wir haben gesagt, ihr seid nicht in 6. Wir haben es jetzt verstanden. Ihr seid nicht in 6. Gut. Okay. Ich möchte darauf nicht mehr antworten. Die Suchdrohne ist vorbei. 3, 2, 1, töten. Kurs Süden. Kurs Süd. Mann, wie kannst du schon wieder nach Süden? Kurs Osten. Suchdrohne, wir haben Schaden. Kurs Osten. Was? Wir haben Schaden genommen. Wir können nicht nach Westen und dann nach Osten gehen. Kurs Osten. Was? I, Captain. Kurs. Mann, wo seid ihr? Süden. Was? Hi, Captain. Oder keine schlechte, keine gute Idee. Kurs Süden. Ich kann auch einen. Ja, Suchdrohne ist ready. Dann Kurs Norden. Okay. Was? Suchdrohne können wir sie auch abfeuern? Ja, können wir. Dann Stopp. Kurs. Hä? Hä? Das kann ihr überhaupt nicht sein. Ihr seid nach Westen und dann nach Osten gegangen. Das dieser Kapitän fährt das Schiff mit einem reinen Gewissen. Okay, indem er einfach Fake News raufgibt. Ja, das ergibt überhaupt keinen Sinn, was hier Propaganda. Angeht. Ich kann mich nicht erinnern, was vor 30 Sekunden passiert ist. Nein, das dürfte er ja nicht. Also okay, welchen? Wir haben überhaupt keinen Plan, wo der Gegner ist. Okay, dann. Ja, Funker. Wie kannst du denn. Dann nutze ich das so nah. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich will doch irgendwann wieder auftauchen. Ich nutze das so nah. Wir werden einfach Herr nicht mehr auftauchen. Wir haben den Braten gerochen. Auftauchen wir echt nicht. Ne? Ja, okay, ich nutze das so nah. Wir machen das wieder was? Genau. Das so. Süden gleich einmal. Ja, taucht mal bitte auf. Ich fände das auch ganz gut, wenn ihr eure Route löscht. Also, wir machen so nah. Ja. Wir haben einen Schaden. Ja. Kann okay. das denn sein? Gucken. Also, wir, auch für euch, ja? Wir haben einen Schadenspunkt genommen ja. durch. Schaden. Systemfehler. Systemschaden. Soweit waren wir noch nicht, Freunde. Wir führen ganz klar. Okay, ich nehme wieder. Eindeutig. Ich würde wieder das. Müssen, ich kann hier nicht. Wir müssen ja eine ja. wahrheitsgemäße Angabe machen. So? Ja. Das ist doch völliger Unsinn. Und dementsprechend ach, vielleicht wieder den Buchstaben dazu. Ja. Was sagen Sie davon? Also Sektor ja, und. Ja. Auch der Funker darf sich an diesem. Ist doch mehrfach kollidiert, bist du doch. Aber. Ja. Wenn du jetzt. Ja, bitte, Frau. Die wissen doch schon, dass ich das hier nicht. Ich auf jeden Fall, stimmt. dass wir nach dieser Runde das heißt, unsere, ja unsere Schablonen vergleichen. Das ist die okay. Wahrheit ist. Weil wir haben das ja schon mal. Aber egal, ob wir okay. untergehen, Freunde. Vollkommen richtig. Spaß ja. dem dementsprechend nehme ich entweder diese Zahl oder diese. Aber ich kann auch diese Zahl anbieten. Und dann ist das natürlich absolut korrekt. Und muss, weil wir können ja nicht nur lügen und wird hier jetzt. Wie lange dauert es denn zu lügen? Und wird jetzt hier einfach mal so ein, weiß ich, so ein, so den hier vielleicht. Oder den hier. Ja. Oder ne, oder. Schau, dass Flo nicht durch deine Armbewegung sieht, ob du gerade von waagrecht oder ja, er trackt das gerade ganz genau. Ja, ja. Vorsicht. Oder so. Kreise. Da. Okay. Ja. Jedenfalls nehmen wir. Sein. Ja, ne? Mhm. Also einigen wir uns auf eine Zahl, ja? Okay,
so nah okay. wieder zurück. Jetzt muss ich das ganz anders ändern, weil wir haben uns schon verraten damit. Es tut mir leid. Wir haben gerade. Deswegen mache ich das so und nehme den und dann so. Also das jetzt wiederum als Zeile gedacht. Aha. Ja, könnt ihr jetzt... Einigen wir uns darauf. Ja. Wir dürfen nicht mehr so viel reden, ist mir aufgefallen. Ja. Ja, wir verraten einfach zu viel und ich... Ach, was... Tu es. Zeile. 4, Reihe K. Okay. 3, 2, 1, tot. Tot. Kurs Nord. Kurs Süd. Hi, Captain. Kurs... Sonar lädt. Ost. Kurs Ost. Moment. Kurs Süd. Kurs Süd. Warte, nicht so schnell. Ost. Nicht so nah ist voll aufgeladen. I Captain. Okay, können wir irgendwas? Kurs noch Ost. Nochmal Kurs Süd. Mann, jetzt ist nämlich alles aufgeladen. Nein, Alter. Nochmal Kurs Süd. Nochmal Kurs Süd. Das geht eigentlich nicht. Ey, ohne Witz. Kurs Süd war schon. Kann nicht sein, dass du Westen und Osten oder so? Das funktioniert jetzt auch alles. Ja, aber das muss mir dann als Schaden angeben. Die sollen auftauchen. Nee, bin ich voll. Also ich hab jetzt hier das Haus von Nikolaus. Ich war mir nicht sicher, ob du das zweite Süd angegeben hast, aber... Das so, nee. Taucht ihr auf? Es ist alles aufgeladen. Nein. Nein, wir haben alles schon geladen. Wir tauchen nicht auf. Oh. Okay. Wer hat denn gesagt, dass wir auftauchen? Ich hab Stopp gesagt. Ich wurde das im Team diskutiert, aber wie gesagt... Hat dir diese Angabe von eben Captains, nicht... Ja, das es ist fantastisch. Wir können leider noch nichts davon verwenden. Möchtest du einen Sektor überprüfen, oder soll ich wieder... Großartige Arbeit. Fantastisch. Aber denken Sie immer daran, wir haben noch keinen Schaden. Und solange dieses Schiff noch keinen Schaden... ist wie beim guten Tennisspiel. Anna Kunikova auf dieser Seite wird sich selbst lahmlaufen. Ja, wird wahrscheinlich jetzt wieder... So nah schicke ich jetzt raus. Gut. Das pinkt euch schön an. Jawohl. DDoS-Attacke. Wie kann das eigentlich sein, dass ihr so viel so nah geladen habt? Das ist gut, ne? Also alle drei Runden? Okay, ich werde wieder in einem langen Prozess überlegen. Ich gucke mir währenddessen wieder den hochroten Kopf von Lars Paulsen an. Und dann sind sie hier abgetaucht. Mal Quadrat. Was? Ja, einem Sinn. Okay, das heißt, wir nehmen jetzt... Benutze PQ-Formel, das soll gut gehen. So, das wäre jetzt der Sektor. Und das hier wäre... So meine ersten, ich habe voll wenig Richtungsänderung eigentlich da drin. Ne? Mm. Ja, das wäre jetzt... Oh, das können wir dir unseren Zirkel anbieten? Das ist zu brisant. Du bist schon dreimal kollidiert, ich sag's dir. Ich bin dreimal über deine eigene Linie gelaufen. Zeile und Buchstaben. Guck mir das auf jeden Fall nochmal an und stell dann wahrscheinlich fest, du sagst die ganze Zeit falsch an. Weiß, kann Westen auch nicht unterscheiden. Sag's mir innerhalb von 2 Sekunden. Ist links oder rechts West? Das ist, ne? Und dann nehmen wir... West, links. Gut. Ja... Oder? Der Captain lässt sich von den ganz schön von seiner Mannschaft hier reinreden, ne? Ja, aber einfach zu viel Spaß. Wo fährt der denn hin? Außer muss ich ja irgendwas tun in dieser mega langen Denkpause. Alter, Leute. Nee, das können wir nicht machen. Okay. Das können wir nicht machen. Dann nehmen wir, pass auf, dann machen wir doch. Dann nehmen wir den. Schießen wir jetzt mal oder was? Nee. Und dann nehmen wir aber, pass auf. Noch eins. Möchtet ihr uns jetzt euer Ding durchgeben oder braucht ihr noch Sektor? Ein bisschen länger? Vielleicht brauchen die noch mal 3 Minuten. Ja. Noch mal so 3 Minuten. Im Gegensatz zu Ihrem Schiff, Frau Funkerin, darf hier niemand anderes sprechen, außer der Kapitän. Ja? Aber dieses Team ist in sich eine Wollust der Freude. Deswegen guckt man nach links, ey. Also mit Wolle ist da was, aber... Dementsprechend gebe ich jetzt die Koordinaten durch. Ich möchte Sektor 6 durchgeben und Reihe N. Oder Spalte. Spalte besser gesagt. Spalte N. M. N. N wie Martha. N wie Niklas. Gut. 3, 2, halt, stopp. Oh, halt, stopp. Bitte, was ist denn? Sektor 6. Passiert. Was? Wir gehen ganz kurz in die Werbung. Ich und dann geht's gleich spannungsgeladen weiter. Leute, Schleichfahrt! Nice. Einen wunderschönen guten Abend hier an unserem Tisch. Bevor das Chaos wieder entsteht, noch mal einmal ganz kurz den Status durchgeben. Team Blauke, Blaumeister, Blautilus. Der Budi, SSR. Blautilus. Das ist sehr traurig. Okay, hat wie viele Schadenspunkte? Naja, null, weil wir sind fantastisch. Im Gegensatz zu euch, wie viele Schadenspunkte habt ihr? Wir haben einen. Nice.
Okay. Was ist eure Position? Das, nur um es kurz gegenzuchecken. Was wird eure Position? Ein anderes Geheimnis sein. Mein Funker macht hervorragende Arbeit. Er hat eine klasse Antenne, die schon ein bisschen leicht eingeknickt ist. Aber dieser Mann nimmt seinen Job sehr ernst. Ist leicht wahnsinnig auf. Weiter jetzt hier. Los geht's, komm. Ja. Einzählen. Ich muss einmal kurz fragen, haben wir irgendwas gerade noch offen? Nein, ne? Nein. Es ist alles gut. Also, ja. Also, 3, 2, 1, tot! Stopp! Was? Was? Ich hab Stopp gerufen. Nein, nicht tot, Stopp. Oh! Wo ein Telegramm verschickt werden, was? Vom gegnerischen Kapitän. Schicke ich eine Suchdrohne los. Ja, das ist möglich. Und schicke eine WhatsApp-Nachricht an dich mit der Frage: Suchdrohne zurück. Bist du in Sektor 6? Ich bin nur noch über Tinder erreichbar. Ah, aber ärgerlich. Trotzdem kommt sie an. Nein. Da hatten wir doch schon mal gefragt. Ah. Naja, aber dann sind wir auch wieder bewegt. Wir haben letztes Mal irgendwann sind sie da. Korrektur, wir haben letztes Mal nach Sektor 3 gefragt, nicht nach Sektor 6. Ah, okay. Okay. Weiter. 3, 2, 1, tot. Kurs Nord. Ei. Kurs Nord. Süd. Ei, Captain. Kurs. Nein, Kurs natürlich Ost. Nicht. Natürlich nicht. Kurs. Ei, Captain. Kurs West. Nord. Ei, Captain. Maschine. Kurs. Die sagen, was sagen die? Such. Alles cool. Ich musste alles nochmal neu machen. Kann ich noch was machen? Nee, ich achte drauf. Was muss ich tun? Shit. Kurs. Nord. Nord wäre okay. Kurs geht nicht. Kurs West. Ost. Kurs West. Nicht so gerne, Mike nicht. West. Nicht ungern, ungern. Okay. Ja, ja, da muss ich jetzt ja. Dann nochmal kurz. Das geht so nicht. Muss. Aber ja. Ja, dann kriegen wir Schaden. Dann. Ja, muss ich. Okay, haben wir jetzt doch gemacht. Ja, müssen wir dann, ja. Okay. Geht nicht anders. Ja, kann sich ändern. Nord. Okay, dann nochmal. Was so wird jetzt so an sich anbieten? Kurs. Stopp. Nord. Immer noch? Ja. Naja. Die Zukunft ist Nord geht gerade nicht. Und dann Kurs. Dann Kurs ist nämlich die Ding. Okay, dann die Fragen Kurs. Ja, Ost oder Süd? Ja. Oh, ich hab ja extra. Wir nutzen ihre Specials. Was ist da los? Ja. Ich hab gestoppt. Und zwar senden wir mal wieder einen Sonar. Warum kann ich ständig ihre fucking Sonar? Ich weiß nicht, irgendwas läuft da falsch. Der Typ ist die ganze Zeit nur besoffen da. Maschine! Die Maschine! Der redet mit den Maschinen. Rütteln? Die fällt gerade aus. Du schaffst es, Kleiner. Du schaffst es, Kleiner. Du schaffst es. Durch. Sieh deinen Arsch. Du hast einen Job, Mann. Oder? Nee, ist auch aus. Ich, guck mal. Ach so, sie ist ich aus, deswegen leuchtet sie. Ich hasse diese Technik. Ja, Mann. Danke. Hier nur runtergehen, komplett. Ja? Also ich meine, hier so runtergehen. Also hier so hochgehen. So nah. So nah. Hier so hoch. Ja. Hier so hoch. Ja? Wir müssten demnächst mal ein bisschen nach Westen fahren. Bring das so. Okay. Können wir damit dann ja, einmal wäre gut. Das wäre, dann können wir zumindest eine Schleichfahrt starten. Gut. Wenn wir hier so hoch gingen, ja? Mhm. Ich zeig dir Richtung. Hier so hoch. Musst du ja, aber erst wenn die. Okay. Warum ist denn hier so eine Scheiße auf dem Geben wir uns mal was durch? Achso, ihr habt das so nah schon abgefeuert, aber ich muss natürlich. Das ist alles ein cool. Jetzt muss ich null gesetzt. Man könnte natürlich auch. Entschuldigung, das Team war gerade völlig abgelenkt. Ja. Guck mal rein. Okay, so, das wäre optimal. Frag mich okay. Mal. Okay, abgelenkt ist mein Stichwort. Jetzt, was machen wir? Was machen wir? Also ich muss alles löschen, was ich bisher gezeichnet habe. Möchten wir kurz einmal resetten? Du und ich, wir löschen alles ich einfach. Hab schon ach so, genau. Warum? Hey, lass uns aber noch von vorne anfangen, die Runde. Wer ist damit? Ey, wieso willst du kann denn man das auch alles einfangen? Ich würde so gerne einmal deine Karte hier zeigen, ohne dass es verrutscht. Kann man das irgendwie hinkriegen? Und sie verrutscht. Warte. Also erstmal, ja, das ist die alte, das ist die alte. Das ist ja, die alte. Jetzt fange ich hier wieder neu an. Oh Gott. Okay, oh Gott. Okay, okay. Oh Gott, ihr werdet alle sterben. Also, damit du weißt, ne? Wir können nie wieder das machen. Mhm. Wir können nie wieder. Ja, halt ich weiß, mir ist das vollkommen klar, aber wir spielen auf Zeit, denn der Proviant ist da und wir haben noch keine Filzläuse. Hallo. Okay, wer muss agieren? Ja. Wir brauchen hier die Sonarkoordinaten. Ja, wer hat den Stopp gerufen? Ja, Krogi, wir brauchen Koordinaten. Immer auf Krogi 10 Minuten. Gut. Das ist echt ein entspannter Krieg bei ihm. Ja, sollen wir nur noch ein Brötchen holen? In der Ruhe liegt die Kraft. Da schläft man fast ein. Doch in der Truhe liegt der Schnaps. Ja. Das ist gut. Gut. Das ist nicht von mir. Falls zu erwarten. Okay, Props für die Ehrlichkeit. Sektor 5. GoPro. Zeile 9. Sektor 5. Können wir bitte weitermachen? Wann ja. 3, 2, 1. Tot. Kurs Süd. Kurs Ost. Hi, Captain. Kurs Süd. Kurs Nord. Geht das noch? Schaden. Geht vorbei alles. Also Kurs kann ich, West. Was kann ich noch machen, ohne dass wir sterben? Sonar wieder einsetzen. Sonar ist ready. Kurs West bringt dich an. Hi, ja? Okay, stopp. Ja, Kurs West noch eben. Ich hab's immer noch nicht verstanden, aber gut, weiter. Hä? Nee, stopp haben wir gesagt. Ich hab stopp nee, weil... Ihr egal, stopp weiter. Ich erklär das hinterher nochmal. Okay, ihr habt wir haben überhaupt nichts doch gerade... Also zumindest sage ich, was mich stört.
Sag Beta mal. Nein, sag. Naja, weil du lässt es dir immer von ihm absegnen, nachdem du schon den Befehl gegeben hast. Du kannst fragen Ost, ja. Dann sagt er ja, dann sagst du Kurs Ost. Oder du nee, sagst ich immer, sag Kurs Ost. Er sagt immer Ei, um zu bestätigen, dass er sein Ding abgibt. Okay, weil vorhin hat er mal gesagt nein und dann hast du gesagt, ja, nee, doch nicht. Das ist einmal passiert. Einmal, Lars Paulsen, alle in die Kommentare. Lass uns doch hier mal hier. Er nimmt seinen Job sehr ernst. Das problematisch. Du, ich weiß ja nicht, was ich hier machen soll. So, wer hat gestoppt? Ich sage so nach, natürlich. Ich sehe da auch das überhaupt dauert immer sehr lange, das wissen Sie. Hey, okay. Ja? Das ist von Ihrem, weil Sie Ihren Funker nicht im Griff haben. Der hier mitten in unsere Kommunikation reinfunkt. Haben wir jetzt irgendwas Nord gesagt? Nord wäre gut und Ost wäre gut. Wir haben noch nichts gesagt, nein. Können wir mal irgendwas machen, dass wir erfahren, wo die sind? Zufällig? So nah oder mal schießen, irgendwas machen? Was machen wir denn die ganze Zeit? Wir haben doch noch nichts gemacht. Na, der eine auch, wenn die Spielzeit vorbei ist und ihr mehr Schaden habt, ja, damit, dann haben wir schon Reis. Das ist doch wie Golden Goal. Ja, man kann auch anderweitig die Dinger wieder. Das ist ja nicht so, U-Boot kriegt. Euer U-Boot ist fast gesunken, wir haben gewonnen. So ist doch nie ein U-Boot-Krieg zu Ende. Nein, wenn ihr ein kleines Leck habt, ja? Über Dauer, auf Dauer werdet ihr untergehen. Wir sind aber noch intakt. Jetzt sag doch mal deine Koordinaten durch. Ist ja gut. Meine Fresse. Alter. I6. Was, I6? Mhm. 6 als Sektor oder als Zahl? Als Zahl. Also Zeile. Ja. Gut. 3, 2, 1, wir tauchen auf. Stopp. Oh. Tauchen wir auf? Okay, wir kommen. Okay. Nee, kein Stopp. Dann machen wir weiter. Wir machen weiter. Okay, warte, kurz. Nee, jetzt, warte, ich möchte nur, dass wir einmal sicher gehen. Ich möchte mal sagen. Der hat ihn meinen schon hier. Los, meiner. Okay, wir tauchen auf. Wir tauchen auf. Ja, gut, hör gut zu. Kurs ich hab West. Euch gerade lokalisiert. Ja. Was? Kurs West. Hi, Captain. Ja. Ach so, ihr müsst auch noch euren Sektor sagen. Fünf. Richtig. Fünf. Das sieht sehr gut aus gerade. Ja, aber auch nicht so richtig. Kurs Nord. So, zeigen Sie es. Zeigen Sie es, gucken Sie. Ich hab doch noch gar nicht. Ich hab doch noch gar nicht. Moment. Aha. Warte. Schnell weiter. Kurs Nord. Ich mein Captain. Das ist Quatsch. Kurs Ost. Was geht? Wollte ich nur Hallo sagen, während ihr aufgetaucht seid. Hier, guck mal. Jetzt hab ich guck halt drauf. Bitte. Hallo. Das sieht gut aus. So, jetzt beruhigen wir es mal wieder. Schön abtauchen, Leute. Schön abtauchen. So. Ja? Ihr seid aufgetaucht, aber ihr habt eure Position nicht geändert, oder? Süd. Mhm. Und stopp bitte. Stopp, Süd. My friend. Okay. Exakt. Ja. Alles geladen. Now we are back in the fucking game. Nämlich alles geladen. So. Macht jetzt Schlauchfahrt? Wir machen eine fucking Schleichfahrt. Ja. Wenn wir irgendwann mal was machen, dass ich erfahre, wo die sind. Ihr seid solche Opfer. Ihr seid ja überhaupt kein. Das ist der schlimmste U-Boot-Krieg aller Zeiten. Ja, da haben sich leider irgendwie Pfadfinder in einem Kriegs-U-Boot verloren. Okay, Moment. Ist das ein Putschversuch? Ist das ein Putschversuch auf deinem Team? Ich schwimm gleich ins andere U-Boot rüber. Okay. Ey, wir nehmen dich sofort theoretisch, auf. Warte mal, ich habe eine neue Idee. Ich glaube, das kommt. Alle gehen Krogi. Wir nehmen. Oh, es gibt eine Meuterei. Wir können ja echt viel machen jetzt, ne? Wir können echt viel machen. Wir können alles machen. Alles, was du willst. Ausnahmsweise, Captain, bringt halt nicht so viel, wenn wir gar nicht wissen, wo die sind. Okay, pass auf, wir nehmen eine Suchdrohne. Mhm. Suchdrohne ist abgesetzt und dementsprechend, Herr Funker, Sie dürfen jetzt einen Sektor bestimmen, in dem Sie vermuten, in dem das feindliche U-Boot zugegen ist. Was haben wir denn noch? Sonst haben wir noch einen Sonar. Na, dass wir mal irgendwo. Das Sonar ist dieses Rätselratenspiel von den anderen Kollegen. Ja, ich glaube, das ist fast. Ja, gut, wir können jetzt auf gut Glück. Oder das andere. Ja, ist beides Glück. Also 5 würde ich schätzen, das müssen wir machen. Okay. Was? 5. Bitte. 5. Sektor du musst es sagen. Okay. Sind Sie in Sektor 5? Nein. Gut. 3, 2, 1, weiter Kurs Süd, stopp. Kurs Nord. Stopp. Oh, Captain. Was wollen wir denn machen? Die Schleichfahrt vor, weil alles andere gecharged ist. Maschinist wird dann Bescheid sagen, wenn was ready ist. Genau. Genau. So, jetzt wird ein Sonar abgefeuert. Bitteschön. Was? Hattet ihr gerade einen Kursangabe gemacht? Was haben die gerade gesagt? Kurs Süd? Tiere? Sehr gut. Das ist dein einziger Job. Leute, habt ihr zugehört? Okay, komm, wir beraten uns kurz. Was ist unsere. Wir müssen 2 Sachen wieder angeben. Genau. Was können wir jetzt gerade nicht mehr machen? Das. Schleichwort. Okay. Die wir angeben, die sich wirklich ähnlich sind. Könnt ihr mal ein bisschen reden? Die sind so still, ne? Ja. Aber. Schwierig alles hier. Gleich. Mhm. Unser Team ist sich einig. Ja. Ich würde hier hingehen wollen. Okay. Da, diese Richtung. Ja. Mhm. Klingt gut. Ja.
Okay. Okay. Fein. Leute? Wir sind vielleicht in Zeile 1 und vielleicht in Spalte K. Okay. 3, 2, 1, tot. Kurs West. Hi, Captain. Kurs Ost. Ja, wir haben leider einen Schaden gekriegt. Stopp. Oh shit. Wir können was machen, Stopp. Oder? Ja. Torpedo oder Mine. 10% Schaden. Okay, stopp. Wir haben Stopp gesagt. Stopp, ihr habt nochmal Schaden, das heißt, ihr seid jetzt bei? 2 Schaden. Zwei. Okay. Ein Schuss von diesen. Ich möchte eine Mine absetzen, das steht schon mal fest. Mhm. Ich brauche aber natürlich noch so einen tendenziellen Hint von meinem wertgeschätzten Kollegen, Funkermeister Lars Erik. Ja. Dann lass mich mal ganz kurz gucken, ob das hinhauen würde. Nee. Ja, dann. Dann guck mal. Oh Mann. Alter, dann schau mal. Du hast dich angehört wie Helge Schneider gerade. Will ich. Also guck mal hier so bei M5. Naja, okay. Jetzt Captain hast du 2. Oder M. Ja, du warst um die Ecke, ne? Du siehst ja hier ungefähr, wo ich ihn vermute. Okay, dir ist schon klar. Und du kannst jetzt sagen, hier also, irgendwie okay. Das Ding ist an der Mine, ja? Mhm. Diese Mine muss schon im Umfeld sein, ohne dass wir jetzt darüber sprechen, wo wir sind. Ja. Aber sie muss natürlich im Umkreis unseres Schiffes liegen. Unser Schiff liegt an dieser Position. Dementsprechend sind wir fast da. Und ich kann es machen. Gut, ich werde Stehen. Nee, was? Okay. Du kannst ja jetzt nur eine Mine da absetzen, wo wir sind. Er hat mich nicht verstanden. Nein, hat er nicht. Okay, aber das ist korrekt. Ja. Hast du den Funker eingestellt? Ja, dann brauch. Mine habe ich nicht beantragt, deswegen braucht ihr mich nicht fragen. Okay. Ich nicht beantragt. Das Formular hat er nicht unterschrieben. Aber ich wollte zumindest mal deinen Hint bekommen. Dann mach das, Gut. Ja. Dementsprechend. Ja, aber ich kann da nichts machen. Aber was habe ich denn mit eurer Mine zu tun? Ich bin beim Gegner. Notieren Sie bitte, wo die Mine liegt. Ja. Und wenn in Ihrem Kurs das Schiff, die Mine natürlich hier. Das Mal sollten wir auf jeden Fall, Okay. Dann löscht du auch dein Ding. Ja. Und den Fernzünder haben wir immer dabei. Ja, ab jetzt können wir immer. Schreib das doch da drauf, weil wenn du es verschrutscht, dann. Verstehst du? Also, einfach da drunter. Hier, da drunter. Und da vielleicht einfach unter der. Siehst du da? Ja, okay, also habt ihr eure Scheiße jetzt abgeworfen oder nicht? Jetzt, warte mal, ich hab jetzt Gold. Ja, also hier kannst du. Genau. Wird ungenau so. Jetzt. Perfekt. Ja. Gut. So. Okay, 3, 2, 1, los. 3, 2, 1, ja. Tot. Go. Tot. Okay. Kurs das heißt, Ost. Kurs West. Kurs Süd. Okay. Hi, Captain. Kurs. Ein Wunsch. Gern weiter Süd oder Ost. Okay, Kurs Süd. Süd. Alle Maschinen sind Hi, Captain. Ist das ein Ja oder ein Vielleicht? Okay. Können wir suchen? Ist Kurs Süd ein Ja? Bestätigen bitte. Okay. Ja, ist bestätigt. Stopp. Suchkrone ist geladen. Zu deiner Enden. Wollen wir den Sektor checken? Wir könnten den Sektor checken. Okay. Dann werde ich eine Suchdrohne entsenden, direkt in ihr Hirn, die mir durch ihre Augen und ihren Mund mitteilt, dass sie in Sektor 8 sind. Das ist absolut richtig. Yeah. Wir sind zurück! Oh, finally, back in the game! Er flog gerne Süd und Ost. Oh mein Gott. Okay. Gleich. Entschuldigung. Schleichfahrt ist ready, ne? Okay. Falls nötig. Steig rein an bei dir. Westen? Gleich erst, wenn du Süd und Ost hast. Egal. Okay. 3, 2, 1. Tot! Kurs Westen. Hi, Captain. Kurs Norden. Ost. Hi, Captain. Stopp. Stopp. Habe ich zuerst gesagt. Stimmt, bin ich absolut fair mit umgegangen. Suchdrohne ist akzeptiert und funktioniert. Okay. Wir machen eine Schleichfahrt. Unsere erste Schleichfahrt. Jetzt bist du gefragt, mein Freund. Jetzt musst du deine Skills richtig ausloten. Und ihr guckt mal auf die GoPro. Zurückgesetzt. Das sind die zwei Sachen, die ihr jetzt macht. Schleichfahrt und GoPro-Check gesetzt. Zuschauer sagen, wir sind gerade alles ready, Flo. Also ich kann man machen. Möglicherweise. Okay, geil. Bis vier. Wo sind die denn da? Keine Angabe bis vier. Ja, wir müssen erst noch ein bisschen hier. Ja. Können wir raus, dass dieser Funker doch was taugt. Exakt. Er wird Skills haben. Er hat die fantastische Intelligenz. Irgendwelche hat er. Wir wissen noch nicht welche, aber er hat bestimmt welche. Ich habe ihn in einer schönen Schenke aufgegabelt. Da war gerade dem Kopf ganz verlegen. Geil, und dementsprechend, ich glaube schon, dass er machen die da den Funker kaputt? Ich habe noch keinen einzigen Tipp von euch bekommen. Okay, ey, wisst ihr, was wir können eigentlich weitermachen. Ist die Schleichfahrt durchgeführt? Ja, durch. Dementsprechend würde ich sagen, 3, 2, 1, tot. Und weiter geht's. Kurs West. Stopp. Ihr wollt doch stoppen, genau. Exakt, ist Kurs passiert. Habt ihr jetzt du hast nur Kurs gesagt? Ich hab Kurs Stopp gesagt. Okay, alle Maschinen halt, wissen Sie. Ah. Kurs Okay, wir werden jetzt eine Suchdrohne abfeuern. Ja. Und jetzt darf ich
wieder mich auf meinen werten geschätzten Kollegen Funker Lars, Erik. Schon so durch, ey. Der mit der Meisterantenne. Björn Julius Antenne. Schön, das nach Schleichfahrt auch nochmal zu fragen, wo die sein könnten. Na, dann frag mal, ob sie bei 9 sind. Ich werde fragen, sind sie bei 9? Sektor 9 natürlich. Die Antwort ist natürlich wie immer, wenn ihr Funker was fragt, nein. Bitte notieren Sie das. Ja? Also das go. Beleidigung. Go, go, weiter. Okay. 3, 2, 1, go. Kurs Süd. I-Captain. Kurs, Kronos Kurs, 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 Kurs West. West. Okay. Kurs West. Kurs West. Kurs West. Ja, dann muss... Kurs Süd. Nochmal einmal Kurs West, I-Captain. Oh, dann kriegen wir Schaden. Machen wir. Captain, okay. Stopp. Stopp. Wir haben einmal Schaden bekommen. Wir haben einmal Schaden. Okay, wir haben einmal Schaden bekommen. Ja, schon mal gut. Alter, das machen wir den nochmal zwei. Können die Schleichfahrt auch, muss die gerade sein? Ja, nicht muss diagonal. Die muss gerade sein. Also sie kann auch nur 3 oder 2 sein. Genau. Ja. Ich hab keine Ahnung. Also sie können schießen, ja, ne? Die Maschine, ja. Die Reichweite reicht nicht so weit, glaube ich. Ich hab so nah ausgeladen. Kannst du mir kurz die Karte zeigen? Ja. Dankeschön. Beziehungsweise, es ist ganz einfach. Passt. Ich habe nämlich. Herr Erstoffizier, Sandro. Kann. Ein guter Erstoffizier. Die sehen auch gut aus von den GoPro, machen wir GoPro an. Alles sieht klasse aus in unserem Team. Super. Wo sind diese Karte? Ja, doch. Ein Leben verloren. Das sieht gut aus. Eine, das sieht gut aus. Eine DNA. Aber. Ja, macht halt nur einen. 3. Macht nur einen. Die explodiert. Wie ist der Status? Wer macht nur einen? Immer antworten mit wir schicken Torpedo raus. Ja, aber er reicht nicht von der Reichweite her. Ja, aber der macht 2, wenn man direkt trifft und 1, wenn man einen. Ja, ja, aber er geht nur 4 Felder weit und wir reichen nicht mehr. Ja, guck mal. Wir sind das Spiel. Weißt du, mit dem Messer viel. Die sind hier. Ja, das ist ein Einer davor. Alles gut, Sophia. Ach, das ist. Weil die mehrere Felder. Ah, sorry. Sorry. Gestern Nacht, als der Commander Lars hier sein Funker dieses Messerspiel gemacht hat. Es tut mir leid, ihr habt recht. Ich nehme meine Angaben zurück. Ist noch an. Gut. Okay. Verwirrung liegt aus dem Team. Ja, Torpedo, meine Freunde. Also, jetzt geht's hier los. Torpedo, wir schicken einen Torpedo auf 10. Also unser Torpedo landet hier dann. Da. D, ne? Richtig. Ja. D10. Mhm. Wie war das beim Torpedo? Einmal drumherum, einmal ein Schaden und einmal genau, Treffer ist 2. Ja, dann haben wir einen Schaden bekommen. Okay. Yes! Gut. Oh, wir sind so back, Mann. Das ist so back. 3, 2, 1, Nord. Kurs West. Kurs Captain. Nord. Kurs West. I-Captain. Nord. Kurs Nord. Stopp! I-Captain. Wir haben schon 3 gemacht, aber, ne? Ja, ich hab hier wir müssen oh, du Dussel. Perfekt. Hören Sie bitte. Müssen wir? Hören Sie bitte. Müssen wir auftauchen? Ja. Nö. Können wir bitte miteinander reden? Doch, wir müssen jetzt langsam. Ja. Nö. Hi. Ja, wir müssen langsam, ja. Wir würden gerne im Namen des gesamten Teams der Blautilus ein... Euch ergeben? So nah. Abfeuern. So nah, jetzt hast du es doch gleich. Selbst ich weiß, wo sie sind. Ohne Scheiß, ich bin doch immer fucking Funker. So. Oh, arm ich klein. So, jetzt guck mal schön bei mir auf die Karte mit. Wo ist denn so. Das Ding eingeschlagen? Hier. Okay. Das heißt, wir können auch dort. Die können ja nicht sein, die kommen nicht so schnell. Mhm. Wie weit kann ein Torpedo schießen? Wie willst du denn wissen, wo die sind? Was muss man nochmal machen? Hast du gehört, Krogi? Warte mal, zeig mir mal deine Karte mal kurz. Ja gut, wir müssen auftauchen, ne? Sie haben eben, ich erkläre das nach dem Spiel. Wir haben noch keinen einzigen Tipp. Doch, haben wir. Ich erzähle es gleich nach dem Spiel. Ja, dann ist es ein unfairer Tipp. Ist jetzt nee. Egal. Nee, sie haben eine Waffe abgefeuert. Okay. Sie haben einen Schaden gemacht. Nicht mehr hinfahren können, das heißt, wo sie gerade sind. Deswegen müssen sie schon mal... Deswegen ist Latte und dann tauchen wir danach direkt auf. Ich spiele dann seiner Funke rum. Ich mag diesen verwirrten Typen neben mir, Alter. Okay, Freunde, wir sind entweder in Zeile 6 oder... In Sektor 5. Und jetzt tauchen wir auf. Okay, los geht's. 5. Und wo seid ihr aufgetaucht? Okay. Achso, es geht, sagen, Kurs Ost. Naja, Kurs Ost. Ja, ist gut. Kurs Ost. Ja, auch gut. Also Kurs Nord. Warte. Ja, den ja. Und auch noch Stuckrone kann stopp, verwendet bitte, werden. Stopp bitte. Achso, wir werden eine Mine abfeuern. Das hätten wir natürlich eben schon machen müssen. Was? Die ist leider nicht mal geladen. Okay, nein, wir haben eine stehen. Mine im Wasser. Achso, wir haben eine fucking Mine im Wasser. Ja, stimmt. Was? Ihr habt eine Mine im Wasser? Ja, wir können die immer noch finden. Habt ihr eine Kursangabe gemacht? Auch? Ja, aber laut dir sind die... Nein, ja, aber ich muss es probieren. Es ist ein bisschen Risiko. Meine Damen und Herren, stoppen Sie bitte. Sind die nicht weitergefahren? Hallo, wir zünden eine Mine. Hallo, es wird eine Mine gezündet. Ja. Es macht einen riesen Big Bang. Und zwar bei 9H. 9H, okay. Platsch? Ja, Platsch, oder? Blub.
Ja. Das heißt, es ist, sie ist einfach untergegangen, oder was? Sie ist ja einfach leider mit, also ja, da kommt natürlich wieder die Frage, wenn eine Mine explodiert und niemand hört es, ist sie dann explodiert? Das ist die große Frage, die sich uns anstellt. Dann streich sie jetzt. Ich streich sie weg. Es ist ein Wal gestorben. Möglicherweise. Okay. Reingefunkt bekommen. Es war ein bisschen Glücksspiel, aber es tat auch gut, mal was kaputt zu machen. Zumindest die Flora und Fauna. Alles, was ja, man ja, braucht. Ja, okay. Gut, dann geht's weiter, ja? Eine Suche ohne. Ja, 3, 2, 1, Kommando, West, stopp. Nord. Okay, Torpedo ready. Stop. Torpedo ready. Ja. Nicht grün, nicht grün. Alles, fast alles ready. Wir werden eine Suchtdrohne abfeuern. Mhm. Wie es mein erster Offizier Sandro, ein Teufelskerl, wie Sie wissen, angeboten hat. Bitte, mein Freund, geben Sie einen Sektor an. Dieses verzweifelte Gesicht, ich liebe. Oh, ich würde vorschlagen, eine von den beiden Zahlen. Ja, dann. Ja, gut, da hätte es noch Schaden genommen. Naja, gut, es ist 5. Moment. Sektor, ne? Ja. Okay. Ist Ihre Mission? Sektor 5? Sind Sie dort? Ich raff's ehrlich gesagt nicht so ganz, ne? Weil wir sind in Sektor 5 aufgetaucht, ein Feld gefahren. Stunde. Ja, wir sind immer noch in Sektor 5. Okay. Okay. Los, los, los. Ja, nicht unbedingt. Okay. 3, 2, 1. Tot. Kurs Nord. Kurs Süd wäre gut. Kurs West. Okay. Okay. Alles ist ready. Kurs alles West. Ist ready. Such kann ich nicht. Ja. Okay. Kurs West. Süd. I, Captain. Ja. Kurs Süd. Kurs West. Oh. I, Captain. Können wir irgendwas machen noch nicht, ne? Kurs Süd. I, Captain. Schon wieder. Stopp. Ja. Ja. Okay. Denk dran, alles ist potenziell ready. Potenziell in diesem Bereich. Okay. Torpedo. Torpedo auf jeden Fall. Torpedo wird geladen. Was ist jetzt clever? Meinst du, ich soll es dahin machen? Ich oder nicht. Mach mal so. Soll ich ihn dahin schießen oder vielleicht lieber hierhin? Nein, die sind, wenn dann, in diesem Feld. Also potenziell sind die gerade hier oder hier so irgendwo. Okay. Dann. Der Kapitän hat es richtig drauf, Leute. Er fährt ein heißes Eisen. Dann sagt der Captain mal: GoPro läuft. Wir schießen unseren Torpedo auf A10. Come on. Das ist gut, dass er da hängen schießt. Jetzt muss ich aber kurz überlegen, auch. Ja, das ist, nee. Ja, ihr habt einen Schaden gemacht. Nee. Oh, so, nee. Nein? Aber nee. Warte. Was? Nein, einmal außenrum. Einmal außenrum, also auch quer drüber. Ja, ne? Ja. Ja, ja. So fair müssen wir sein. Okay. Freunde. Okay, Leute, wir haben nur noch einen. Okay, ihr müsst runterzählen. Einen Punkt noch. Den, ja. Ne? Ja. 3, 2, 1, tot. Kurs Süd. Süd. Hi, Captain. Ja, Kurs Süd. Süd. Hi, Captain. Kurs West. Torpedo ist geladen. Hi, Captain. Torpedo ready. Okay, dann mach ich den wieder weg. Potenziell hier. Können wir Torpedo? Ja, können wir. Okay, Torpedo auf A12. Nichts von. Okay. Es ist wieder mal ein Schaden entstanden. Yes! Booyaka! Das heißt, Booty SSR! Ja, die gute alte Booty SSR. Das hat Spaß gemacht. Alter, wie gut du gewonnen hast. Du bist ein sympathischer Funker. Ey, es hat wirklich Spaß gemacht. Komm her, komm her. Ölte Maschine waren wir. Ach, wir haben gewonnen? Ja! Komm, gib mir deine scheiß Hand, Mann. Ey, nein, jetzt müssen wir aber auch auflösen. Wo wart ihr denn? Wo war denn euer Feld? Wo wart ihr denn? Zeig mal bitte kurz. Sophia. Ah, wie lange? Ich bin eine Reihe daneben gewesen. Was ist das denn? Also ich war. Oh, guck mal! Warte mal. Ich war knapp daneben. Also so ungefähr. Zeig mal die Kamera. Fett, aber gute Arbeit von dir. Ja, vor allem ist es voll asynchron. So, irgendwann war es hier komplett falsch und dann hat es sich wieder eingepegelt. Das gefällt mir. Wollen wir mal kurz gucken, ob du es nach dem Auftauchen hast? Guck mal, ich bin genau hier. Ja. Ganz gut. Nice. Und davor sind wir übrigens, wir sind, glaube ich, irgendwo hier gestartet. Und dann einmal so da außen rum und dann hier ganz runter und dann waren wir irgendwann hier. Ja, okay. Gut. Hey, warte mal, das ist deine Kapitänskarte, oder? Ja. Warum, kurze Frage, warum hast du nicht so viele Linien wie ich? Weil du das wieder löscht nach dem Auftauchen. Ja, nach dem Auftauchen darfst du weil dann darfst du ja wieder, das ist ja auch ein Grund. Fuck, das wusste ich nicht. Das deswegen sind geworden. Wir nur aufgetaucht, das ist damit ich wieder, Grund, oder was? Weil ihr in dem Sektor rumgefahren dann seid, ja wo wir schon waren. Können. Ja! Und ich denke die ganze Zeit, wir müssen so fahren. Nein, ich bin der schlechteste Kapitän. Und der schlechteste Funker. Booty SSR! Booty SSR! Ich hasse Booty SSR! Und Booty SSR! Ey, aber ich hasse wirklich eine fucking Revanche, ey. Auf jeden Fall, das ist ein geiles Spiel. Und ich wollte eine Testrunde haben. Die hattest du in Runde 1, ihr habt ja auch verloren.
Ach. Ja, aber ohne zwei war klasse. Dürfen wir noch eine spielen, aller guten nein, Dinge? Nein, nein, nein. Das war es. Zeit. Wir produzieren seit 4 Stunden. Na gut, ja, das war mir eine Freude. Ballert's raus, Leute. Wie hat's euch gefallen? Lasst ein Kommi da. Es war sehr schön. Es war der schönste und herzlichste Krieg, den ich jemals miterleben habe. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie viele Leute die ganze Zeit uns wahrscheinlich bepöbeln in den Kommentaren, weil wir alles falsch angesagt haben und deswegen die Funker total verwirrt sind. Ja, aber mal gucken. Das sehen wir, indem wir in den Kommentarbereich schauen und wir sehen uns beim nächsten Mal um aufs Playly wieder. Es geht wieder los. Ja, was Play League! Yeah. Yeah. Start! Teaser! Ich glaube, das läuft jetzt.